Die Wertigkeit des Supercups einzuschätzen fällt immer ein wenig schwer. Beide Teams wollen logischerweise gewinnen und den ersten Titel der Saison klar machen, aber im Endeffekt ist es nur eine bessere Generalprobe für die Bundesliga-Saison 2018-2019. Der FC Bayern München startete hier sehr gut in die Partie. Die erste Möglichkeit, Serge Gnabry mit der Flanke und Frederik Rönne, der noch Probleme hatte mit dem Knie, konnte mitmachen und griff hier gleich ein, war aufmerksam und verhinderte, dass Robben einköpfen konnte. Der anschließende Einwurf gab aber dann auch wieder Gefahr auf. Goretzka im Zusammenspiel mit Robert Lewandowski. Und der setzte die erste wirkliche Duftmarke. Klasse Schuss mit links ans Quergebälk. Kein Treffer. 20 Minuten dann gespielt. Auch Frankfurt endlich mal auf dem Weg nach vorne. Sie taten sich sehr schwer, weil Bayern gut verteidigte. Aber die Mannschaft von Adi Hütter kam dann auch endlich zum Abschluss. Aber kein Problem für Neuer, den Kopfball hier von Mijat Gacinovic festzuhalten, ganz einfach zu parieren. Bayern kam dann auf der anderen Seite zum Konter. Es war noch dieselbe Situation. Tavata kommt nicht richtig an den Ball. Kimmich dann über die rechte Seite, kann einmal den antäuschenden Schuss machen. Goretzka an den Pfosten und Serge Gnabry staubt dann ab. 25. Spielminute, der FC Bayern München ging mit 1:0 in Führung. Das ging dann auch nach einer knappen halben Stunde so in Ordnung. Goretzka erst noch im Pech und dann staubte Gnabry ab, hielt die Innenseite hin und setzte den Ball direkt unter das Dach. Für Rönne war nichts mehr zu halten, der war durch den Pfostenschuss schon ausgenockt. Und so muss er das erste Gegentor hinnehmen, wo er aber, wie gesagt, keine Schuld dann tut. Kurz vor der Pause kam aber dann auch nochmal Frankfurt. Über die linke Seite ist es Lucas Toro, Neuzugang. Der Abschluss, okay, deutlich zu harmlos. Aber es war zumindest mal wieder ein Hallo-Wachzeichen. Im zweiten Durchgang der FC Bayern München weiterhin spielbestimmt. Robben mit Gnabry im Zusammenspiel. Sehr starke Aktion von beiden. Gnabry setzt sich dann etwas ab. Eine kurze Körpertäuschung und Goretzka wieder mit dem Abschluss letztendlich, aber wieder zu harmlos. Es war so ein bisschen die Geschichte des Spiels. Es gab zwar immer wieder Abschlüsse, aber so wirklich brandgefährlich wurde es deutlich zu selten. De Guzman schickt jetzt mal Gacinovic in der 55. Gacinovic legt nochmal rüber auf De Guzman, dann ist es Bayern. Sie versuchen es zu klären. Frankfurt möchte es nochmal scharf machen, aber Schändler dann mit dem Fehlpass. Wenn Süle da nicht rankommt, wird es noch deutlich gefährlicher. Nur wenig später Hasebe mit diesem folgeschweren Fehler. Robben ist dazwischen. Schöne Übersicht. Guter Ball auf Leon Goretzka. Und diesmal kann sich Rönne wirklich auszeichnen. Klasse Tat vom neuen Mann aus Brøndby. Ein bislang guter Auftritt des Neuzugangs. 67 Minuten gespielt. Frankfurt tat sich weiterhin schwer. Und Bayern hätte hier schon die Vorentscheidung zumindest machen können. 68 Minuten gespielt, aber Robben zu harmlos. Dann 20 Minuten vor dem Ende gab es diesen Freistoß Lewandowskis. Bälle aus 25 Metern waren auch mal gefährlich, da muss er sich wieder etwas mehr annähern. Die Qualität dazu hat er, die Schusstechnik auch. In diesem Fall war es wieder zu harmlos. Aber Frankfurt gab sich nicht auf, machte viel nach vorne, dementsprechend viele Räume für Bayern. Lewandowski sehr auffällig an diesem Abend. Goretzka, Robben setzt sich gut durch und Robben etwas zu eigensinnig. Man dachte, das hätte er sich schon komplett abgewöhnt. Aber im Supercup-Finale kann man sich das mal leisten. Schöner Abschluss, aber auch gute Reaktion von Rönne. Dann 10 Minuten knapp vor dem Ende. Manuel Neuer funkte hier einmal zwischen, sodass keine Gefahr aufkam. Und es ergaben sich eben wieder diese Kontermöglichkeiten. Kingsley Coman mittlerweile reingekommen, Robert Lewandowski trifft aber nicht das Tor, sondern nur das Außennetz 10 Minuten vor dem Ende. Wie gesagt, es war noch eine offene Partie, weil es eben nur 0:1 stand. Frankfurt weiterhin schwere Probleme dabei hatte, nach vorne zu spielen. Aber sie kam nochmal. Gerardes, der Neuzugang, ebenfalls gut in der Partie. Schändler dann mit dem Ball in die Mitte. Abraham jetzt vorne zu finden. Sie wollten hier unbedingt ausgleichen, es würde ja bei einem Remis ins Elfmeterschießen unmittelbar gehen. Alaba hatte den Fuß dazwischen, der anschließende Eckstoß. Gacinovic macht den heiß und der Neuzugang, der andere Neuzugang, Paciencia ist das. Testet Neuer, schöne Annahme mit der Brust, Direktabnahme, aber es sollte einfach nicht sein. Frankfurt versucht am Ende nochmal alles, aber das Tor gelang nicht. Und so gewinnt der FC Bayern München am Ende den Supercup mit 1:0. Das geht auch über die 90 Minuten so in Ordnung.
Aber es ist wie gesagt nur eine kleine Generalprobe für die Bundesliga-Saison, die ansteht. Der erste Titel für Niko Kovac ist zwar gewonnen, aber bietet in erster Linie erstmal nur ein kleines Polster. Es sollte in der Bundesliga schon noch weitergehen.